In dieser Saison ist Südtirol gleich zweimal Schauplatz einer Leichtathletik-Italienmeisterschaft. Die Mehrkämpfer haben ihre Titelkämpfe bereits vor 10 Tagen in Lana ausgetragen. Und ab morgen werden in Brixen in allen anderen Disziplinen insgesamt 80 Goldmedaillen in den Altersklassen U20 und U23 vergeben. Lana organisierte heuer zum 3. Mal in Folge die Jugend-Mehrkampf-Italienmeisterschaften. Leider spielte das Wetter nicht mit und so konnten auch nicht alle Titel vergeben werden, denn der Zehnkampf der Herren musste wegen des starken Regens nach 7 Bewerben abgebrochen werden. Es wäre zu gefährlich gewesen, den Stabhochsprung auszutragen. Echt schade, denn nach 7 Bewerben lagen gleich 2 einheimische Athleten auf dem 4. Platz und konnten sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Einer dieser Athleten ist der erst 18-jährige Thomas Schifferecker vom SSV Bruneck. Hier gewinnt er seinen Lauf über 110 Meter Hürden in 15,20 Sekunden. Seine beste Leistung erzielte er aber im Weitsprung, wo er erstmals die 7-Meter-Marke knackte und auf 7,01 Meter kam. Über 100 Meter blieb er außerdem unter 11 Sekunden und unter den interessierten Zuschauern in Lana war auch Ski-Ass Dominik Sparis. Der zweite Medaillenanwärter ist der 21-jährige Adertaler Alexander Vergina, der für Athletica Gardena startet. Er verbesserte sogar in 5 Disziplinen seine persönlichen Rekorde. Vergina lief die 110 Meter Hürden in 16,09 Sekunden, die 100 Meter in 11,51 Sekunden, die 400 Meter in 15,46 und sprang 2,03 Meter hoch und 6,50 Meter weit. Das reichte nach 7 Bewerben für Rang 4, nur im Diskus kam er mit den Wetterverhältnissen nicht zurecht und blieb 5 Meter unter seiner Bestmarke. Die Damen konnten hingegen ihren 7-Kampf beenden. In der Altersklasse U18 verpasste die 16-jährige Marlingerin Anna Menz, die für den Sportclub Meran startet, nur knapp die 4000-Punkte-Marke und belegte schließlich den 17. Rang. Im Weitsprung schaffte Menz 4,85 Meter. Bei den U20 schrammte Martina Gaccia knapp an einer Bronzemedaille vorbei. Sie wird ab morgen auch bei der Italienmeisterschaft in Brixen starten, sowie Alexander Vergina im Hochsprung und Thomas Schifferecker im Weitsprung, wo er sogar zu den möglichen Medaillenkandidaten zählt. Für den Podestplatz kommen auch die Hürdenläuferinnen Valentina Cavalleri und Karin Agreiter, die Sprinterin Julia Cagliari sowie die Langstreckenläuferin Sophia Zingerle in Frage. Experten sehen die 17-Jährige ausfalls sogar als die Top-Favoritin im 5000-Meter-Lauf. Man denkt schon darum, was die anderen denken und so weiter, aber in dem Tag ist einfach wichtig, sich auf sich selber zu konzentrieren und selber das Beste rauszuholen. Und ich werde schauen, wie sich das Rennen entwickelt, wenn es mal zu langsam wird, dann laufe ich einfach schneller. Zingerle startet für die SG Eisacktal sowie Sprinter Mario Bugnolo. Der SSV Brixen bietet mit Jim Fonseca und den Zwillingen Chiara und Serena Berger 3 Athleten auf. Die beiden Speerwerferinnen aus Kles, die in Innsbruck studieren und die Brixen mit Marco Andreatta trainieren, zählen ebenfalls zu den Medaillenanwärterinnen. Unter den 1600 Teilnehmern, das ist ein neuer Rekord, starten somit auch 5 Nachwuchskräfte vom Brixener Vereinen. Die Italienmeisterschaft wurde gestern in Brixen vom Bürgermeister Peter Brunner, Landespräsident Bruno Capello und SSV-Sektionsleiterin Ilse Ogrisek vorgestellt. Es ist schwierig, diese Meisterschaft zu veranstalten. Wir haben sie bereits 5-mal organisiert. Es ist echt eine Herausforderung. In einer Woche findet dann in der Brixner Arena auch eine 2. Italienmeisterschaft statt, und zwar jene im Schwimmen für Menschen mit mentaler Behinderung. Es ist das erste Mal, dass diese Titelkämpfe in Südtirol ausgetragen werden. Mit dabei sind auch die mehrfachen Italienmeister Katrin Oberhauser und Marco Scardoni, beide aus Brixen. Die Sektionsleiterin des Behindertensports im SSV Brixen, Elda Letrari, übrigens die Tante von Schwimmstar Laura Letrari, hat diese Titelkämpfe nach Brixen gebracht. Es sind besondere Athleten und auch als solche werden wir sie rundum betreuen mit unseren unzähligen Helferinnen und Helfern, die auch das nötige Gefühl haben für diese Athleten. Wir werden uns um sie bemühen, wir werden uns auch um ihre Familien bemühen und um ihre Trainer. Wir wollen einfach Brixen von der besten Seite zeigen und wir wollen sie in Brixen mit offenen Armen willkommen heißen. Die beiden Italienmeisterschaften können also kommen. Brixen ist bereit. Morgen beginnen die Leichtathleten. In einer Woche trifft es die Schwimmer.